Niederösterreicherin Ingrid plant, in ihrer Pension nach Bulgarien zu gehen. Der Grund? Die hohen Lebenserhaltungskosten in Österreich. Sie selbst war noch nie dort und möchte nun herausfinden, ob sie sich mit ihrer Pension mehr leisten kann. Sie hat viel Gutes darüber gehört, denn schließlich verbringen schon mehrere tausende Deutschsprachige dort ihren Lebensabend. Ich möchte mir halt jetzt einmal das dahingehend anschauen, ob man länger in einem anderen Land leben könnte. Also Bulgarien zum Beispiel, weil in Österreich fehlt mir sowieso das Meer. Also mal schauen, wie das funktionieren kann. In Österreich sind die Lebenserhaltungskosten schon ziemlich hoch, das muss ich schon sagen. Die Ansprüche an Ingrids künftige neue Heimat sind groß. Am besten wäre ja Österreich mit mehr und billigeren Preisen. Bulgarisch möchte ich einstweilen, glaube ich, nicht lernen. Vor allem der Opernbesuch darf in Bulgarien nicht fehlen. Ich gehe gern ins Theater, weil ich habe hier in Wien auch ein Opernabo. Also da würde ich mir dann überlegen, weil Oper ist ja international. Das ist entweder Französisch oder meistens Italienisch oder vielleicht auch einmal auf Deutsch. Die Erwartungen sind hoch und Ingrid wäre nicht die erste und einzige Österreicherin, die in der Pension das Weite sucht. Doch der Schritt muss gut überlegt sein. Ingrid fliegt in die Stadt Varna in Bulgarien, die mit ihren 360.000 Einwohnern vergleichbar mit Graz ist. Die Stadt liegt direkt am Schwarzen Meer und das Klima ist etwas milder als in Österreich. Der jahrelange Kommunismus schwingt auch heute noch leicht durch die Straßen der Stadt. Auf der Herfahrt also hat das nicht alles so toll ausgesehen von den Bauwerken. Na, das ist ja... So, na, servus. Grüß Gott. Sprechen Sie Deutsch? English, please. English, please. Okay. In der bulgarischen Stadt Varna hat sich Ingrid auf den Weg gemacht, ihre künftige Heimat zu erkunden. Neben dem Klima und dem Leben am Meer sind es die günstigen Preise, die Ingrid nach Bulgarien ziehen. Was mir auch aufgefallen ist bis jetzt, also es ist sehr viel Grün in der Stadt, sehr viel Parkanlagen, so wie hier mit uralten Bäumen. Schaut doch wirklich nett aus. Das riecht nämlich auch alles sehr gut, die frischen Feigen und Zwetschgen und alles. Schaut auch herrlich frisch aus. Pfirsiche um 2,80, 2,60, aber wohlgemerkt, das ist die einheimische Währung und kein Euro. Also ich würde sagen, in Österreich ist doppelt so teuer. Für einen Euro bekommt man 2 Levar in Bulgarien. Und für ein Kopfnicken ein Nein anstelle wie in Österreich ein Ja. Nur das weiß Ingrid anscheinend noch nicht. Guten Tag. Sprechen Sie Deutsch? Nee. Wirklich? Nee. Nein, okay. Englisch? Englisch? Nee. Okay. Bulgaria, Bulgars. Englisch, 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 Deutsch. Okay. Und Schottland. Trauben, Weintrauben? Ja. Kilo. Kilo. Biau. Und Biau. Nee, und du warst. Okay. Halben Kilo. Haben wir ja. Dreiviertel Kilo. 1,34. Wunderbar. Die Weintrauben hat Ingrid einmal. Doch die Kommunikation scheint ausbaufähig. Vor allem, wenn man hier seinen Lebensabend verbringen möchte. Schauen gut aus, sind sicher auch sehr süß. Also ist fast so wie in Wien, vielleicht am Naschmarkt oder Brunnenmarkt. Aber natürlich kleiner. Fast wie in Wien. Nachdem die Nahversorgung der Stadt unter die Lupe genommen wurde, ist Ingrid interessiert, ob es auch genügend Unterhaltungsprogramm gibt. Sie zieht es zur Touristeninformation. Immer mehr Westeuropäer zieht es ebenfalls nach Bulgarien. In den letzten Jahren haben viele Ausländer eine eigene Wohnung gekauft, vorwiegend aus Großbritannien, aus Russland, auch aus der Schweiz, Deutschland und Österreich auch. Weil die Lebensbedingungen hier sind gut, es ist sicher, günstig auch, die Einheimischen sind freundlich, nur positive Sachen.
Ingrid wird in der bulgarischen Stadt Varna auf der Suche nach dem Opernhaus fündig. Doch das Problem mit der Sprache ist etwas verstörend für sie. Do you have a program for September? This one and outside. Okay. Thank you. Da steht zum Beispiel Theater am 25. September um 20 Uhr, wie mir scheint. Das kann ich ja sogar lesen. Ja, es steht alles auf Kyrillisch angeschrieben und es wäre vielleicht nett, es würde sich verbessern. Weil zum Beispiel in Griechenland, wo wir alle schon auf Urlaub waren, die haben auch noch diese Schrift, aber die haben auch sehr viel schon in lesbaren Buchstaben angeschrieben. Na, das wird man sehen, ob die Bulgaren auf ihre kyrillische Schrift verzichten werden, wenn Ingrid sich entschließt, hier ihre Pension zu verbringen. Als nächstes besucht sie einen niedergelassenen Arzt, um sich über das Gesundheitssystem zu erkundigen. Guten Morgen. I would like to know what to do when I'm ill. Wenn Sie aus einem EU-Land sind, ist es kein Problem, dass Sie in Bulgarien behandelt werden. Wir haben sowohl Privatärzte und Spitäler als auch öffentliche Krankenhäuser. In denen sollte alles genauso wie in Österreich sein. Also nur wenn ich eine private Krankenversicherung hätte, könnte ich hier einen Doktor gratis besuchen, weil die direkt mit der Versicherung abrechnen. Andernfalls, also so wie in meinem Fall, ich habe keine private Versicherung, dann gehe ich hier ins Spital. The best is to stay healthy all the time and so. Normal. It's always on, but sometimes we will need medical help. But I think it's not a big problem to get ill. And to get medical care, it's not a problem. Für Ingrid klingt das akzeptabel. Doch der monatliche Verdienst eines Arztes in Bulgarien scheint sich zu Österreich erheblich zu unterscheiden. 400 Euro ist mein Monatseinkommen. Ich bin Gynäkologe, praktiziere aber auch als Chirurg. Das monatliche Einkommen in Bulgarien ist einfach viel zu gering. In Österreich ist das bestimmt nicht so. Also das kann man sich wirklich nicht vorstellen. 400 Euro Monatsverdienst für einen ausgebildeten Spitalsarzt, erschreckend wenig. Als nächstes möchte Ingrid den Wohnungsmarkt begutachten. Sie ist gespannt, was sie mit ihrem Budget zwischen 50 und 100.000 Euro bekommt. Also im Moment tendiere ich eher zu einer Wohnung, aber schauen wir mal, vielleicht ändert sich das auch. Also einmal schauen, wo es hier wirklich so passt, dass man länger bleiben kann. Ja? Viele Deutsche kommen nach Bulgarien, auch Österreicher, Schweizer ab und zu. Viele wandern von Deutschland oder auch von Österreich hier aus und wohnen hier permanent. Wenn ich nach Varna reingehe in die Stadt, ja, da sind tolle Plakatwände von tollen Veranstaltungen. Alles kyrillisch und nichts sonst. Also das ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. In Bulgarien. Ingrid ist mit einer Immobilienmaklerin unterwegs, um sich Eigentumswohnungen anzusehen. Die Maklerin ist auf deutschsprachige Kunden spezialisiert, weil die Nachfrage aufgrund der hohen Lebenskosten in Österreich und Deutschland extrem gestiegen sind. Das ist diese Wohnung da am dritten Stock eigentlich, wo der Schild steht. Vor Sale. Okay. Ja, ja. Das heißt, die hat Klimaanlage. Klimaanlage, ja. Und gehört ein Parkplatz zu der Wohnung? Ja. Das ist schon dabei? Das ist dabei. Okay, danke. Okay, so, bitteschön. Die Wohnung hat 63 Quadratmeter, für eine alleinstehende Pensionistin ausreichend und liegt in der ersten Reihe zum Strand. Eine Top-Lage. Ah, jetzt verstehe ich das mit der ersten Reihe. Das ist natürlich toll. Das ist toll. Da ist direkt unten der Strand, das ist ja super. Ich möchte nicht in so einem Ghetto wohnen, wo ich nur umgeben bin von Deutschen, Österreichern und Schweizern, sondern ich möchte auch, wenn ich hier lebe, mit den Leuten hier leben. Wie ist das speziell in dem Haus? Leben da vorwiegend Einheimische
Oder haben das vorwiegend Ausländer gekauft, diese Wohnungen hier? Hier in dieser Wohnanlage ist das gemischt. Es gibt Bulgaren, Einheimische, die hier permanent wohnen. Es gibt auch Ausländer, die auch permanent wohnen, aber auch solche, die nur Urlaub machen. Und diese Wohnung da mit den Räumlichkeiten, was kostet die? Der Preis von dieser Wohnung ist 56.000 Euro. Ja, das ist schon, glaube ich, für hier ein höheres Preisniveau. Ist das richtig? Weil das ist, es ist auch erste Meereslinie und auch gehört dieser Teil gehört zu Warner. Deswegen ist der Preis so. Über meinen Rahmen schweige ich mich aus. Ich schaue mal, was so gibt und es kommt immer auf Preis-Leistung an. Das Preis-Leistungs-Verhältnis spricht hier für sich. Für eine gleichwertige Wohnung in Wien kann man durchaus 300.000 Euro hinlegen, ohne Mehrblick. Die nächste Wohnung ist ein Neubau mitten in Warna. Belagsfertig mit einer Größe von 118 Quadratmeter. Preis 89.000 Euro. Für Ingrid ist die Lage nicht ganz so optimal und es geht zum nächsten Objekt rund 30 Minuten von Warna entfernt. Die Gegend ist ja recht schön, habe ich schon gesehen beim Herfahren. Schauen wir uns einmal das Haus an. Der Garten ist ungefähr 500 Quadratmeter groß. Okay. Der geht so auch dann hinter dem Haus. Da haben Sie auch vom Auto den Zugang, das Auto. Also für das Auto haben Sie auch eine Doppelgarage oder auch hier können Sie es einfach. Das heißt, da könnte man vielleicht Wohnmobil parken oder was auch immer. Okay. Und was ist dann mit dem Garten? Ist da irgendein Brunnen einmal gewesen? Wissen Sie das? Das ist die Sinkgrube hier. Aha, das heißt, es gibt keinen Kanalanschluss. Es gibt keine Kanalisation in den bulgarischen Dörfern. Diese Häuser haben eine Sinkgrube. Okay. So. Ingrid möchte ihre Pension in Bulgarien verbringen. Die Lebenserhaltungskosten sind rund um die Hälfte niedriger als in Österreich. Für die Bulgaren noch immer teuer, denn das Durchschnittseinkommen ist um 83% geringer als in Österreich und liegt bei 580 Euro im Monat. Ingrids Pension deutlich darüber. Hier ist echt viel Platz, das ist wahr. Nicht nur, also da ist die Spülmaschine. Da ist eine Spülmaschine, okay. Das heißt, ja. Da könnte man viele Leute einladen im Sommer. Ja. Das ist ja fein, super. Und was kostet das Haus da? Das Haus kostet 110.000 Euro. 110.000 das sind, Euro. Also die Wohnfläche ist 180 Quadratmeter. Das Grundstück so circa 500 Quadratmeter. Für eine Person, was mache ich mit den vielen Räumen? Jeden Tag in einem anderen wohnen? Naja. Aber da gibt es sogar einen Nussbaum. Na, man kann sicherlich was draus machen, ja. Für Ingrid ist das Haus zu groß und Arbeit wollte sie sich auch keine kaufen. Wohnungen von 53.000 bis 112.000 Euro. Im Vergleich zu Österreich wahre Schnäppchen. Für heute hat sie genug und nach einer kleinen Erfrischung in ihrem Hotel genießt sie am Strand von Warna ihre künftige Wahlheimat. An das kann ich mich gewöhnen. Wird zwar im Winter nicht ganz so warm sein, aber für die Füße wird es allemal reichen. Im Moment finde ich es toll und sicher ist noch bis spät in den Herbst her toll. Und ich glaube auch, dass es ein aufstrebendes europäisches Land ist und so werden sie auch gute Leute herkriegen, gute Orchester. Also ich bin schon sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Das schaut cool aus. Das schaut echt aus nach Sand in the City. Aber jetzt haben wir Sand on the Beach. Prost! Ingrid kann sich gut vorstellen, hier in Bulgarien ihren Lebensabend zu verbringen. Nicht nur, weil sie sich doppelt so viele Operetten ansehen kann als in Österreich.